Hey Leute, willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Wir gehen nach Aktivitäten scannen. Wow, ganz gut, ist okay. Wir haben die Plasma-Pistole erforscht. Euch Forschungsprojekt. Unsere Forschungsarbeiten auf dem Gebiet außerirdischer Plasmawaffen gehört zu den gefährlichsten und schwierigen, was wir im Angriff genommen haben. Die knifflige Frage dabei, nämlich wie man eine adäquate Energieversorgung unserer Gefechtsbedingungen sicherstellt, würde durch Erbeuten der gegnerischen Energiezellen auf Elirium-Basis beantworten. Kühlkörper-Wärmeaustauscher aus dem gleichen Material löst dann auch das Problem der nötigen Wärmeabteilung entlang des Laufes. Dank der Entwicklung können wir jetzt jede Plasmapistole, die wir abnehmen, zu unseren Zwecken umbauen und sogar eigene Modelle produzieren. Plasma-verbesserte Pistole 3. Ja. Jetzt können wir schweres Plasmagewehr und Legierung. Die Plasmakanone, 2 Tage. Ist alles auch nicht so viel. Waffenfragmente, das benötigt noch Legierungen. Das benötigt Legierungen. Vielleicht mache ich doch erstmal die Plasma-Pistole. Herrlich ist auch, dass wir die Skelettrüstung umgangen sind, die wir eigentlich dann durch gar nicht mal groß brauchen. Mache ich doch eine Erzengelrüstung jetzt schon? Gut. Und Gießerei. Verbesserte Pistole. Chance auf kritischen Schaden. Kostet ein bisschen Geld und Waffenfragmente. Es kostet schon Legierung. Zielsicherheit verbessern. Und das erhöht den Schaden, glaube ich, nochmal um 2 Punkte. Ja, muss man wissen, ob man das macht. Ist nicht unbedingt das. Verbesserte Reparatur brauche ich nicht. Verbesserte Reparatur ist schwachsinnig. Je besser wie den L-Material, den wir unsere Schieß reparieren, brauche ich doch gar nicht. Die setze ich ja gar nicht mal ein. So. Erzengelrüstung. Hallo. So. Immer noch Psy-Test 10 Tagen. Nach Aktivitäten-Scan. Achso. Neues Forschungsprojekt. Ich habe was vergessen. Wie sich herausgestellt hat, war unser früherer Optimismus bezüglich dieses Anzugs völlig berechtigt. Wir haben es geschafft, ein außerirdisches Antriebsmodul so weit zu miniaturisieren, schweres Wort, dass es an einen schweren Schutzanzug passt. Auch wenn das Gewicht höher ist als bei den Schwiebern, von denen die Antriebssysteme ursprünglich stammen, glauben wir, dass unsere Modifikationen die Effizienz des Systems sogar verbessert haben. Das Resultat ist, dass der Anzug es in seinen Träger ermöglicht zu fliegen. Genau. Verbessert. Jetzt können wir bei der Gießerei, wenn wir wollen. Die Gießerei. Können wir jetzt... Kleinen Moment, Leute. So, da sind wir wieder. Und hier gibt es jetzt noch zusätzlich diese Technologie. Dabei brauchen wir mehr Geodrohnen, Drohnen und Cyber-Destructs. Und da können wir ein bisschen mehr mit der Flugrüstung durch die Gegend fliegen. Bauer, kaufe Gegenstand. Können wir mal gucken, ob wir einen bauen können. Ja, wir können sogar eine Erzengelrüstung bauen. Ich wage es mir mal. Lass mal einen Bau herstellen. Auftrag erteilen. Haben wir ziemlich wenig Geld. Und dabei ist der Monat erst gerade angelaufen. So wie bei den meisten Menschen heutzutage. Kaum fängt der Monat an, ist das Geld schon wieder alle. So. Wir haben das Kraftwerk fast abgeschlossen. Neues Bauprojekt. Genau. Einrichtung bauen. Hier wollte ich eine Werkstatt eventuell bauen. Haben wir zu wenig Geld. Und auch nicht genug Geld hier, das zu... Aber wir brauchen eigentlich kaum noch ein Labor. Wir können jetzt in der Zwischenzeit so schnell forschen, dass das eigentlich kaum noch notwendig ist. Aber ich hätte gerne den... Nein, nicht abreißen. Ich guck mal kurz Werkstatt. 5 Ingenieure und erstattet Ressourcen. Rückgang. 7% aber leider nur. Ist nicht wirklich so viel. Es wird auch mal Zeit, dass wir wieder ein UFO abknallen.
Nach Aktivitäten scannen. Oh, unser Hyperventikula ist bereit. Ei, jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Und jetzt bräuchten wir eigentlich, das ist die Sache, jetzt bräuchten wir langsam mal das hier Plasma oder EMP und da wir Forschung. Jetzt im Besitz des Hyperwellenleuchtfeuers sind, stellt sich die Frage, was wir davon lernen können. Vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit prüfen, ob UFO-Aktivitäten zu sehen sind. Wir werden eine Plasmakanone bauen. Damit können wir die herstellen. Auch wenn wir kaum noch Illyrium und Illyrium haben. Neues Forschungsprojekt. Plasmakanone hergestellt. Wir können keines mehr machen, weil wir so wenig Legierungen haben. Hier, bösen Menschen. Und Technikabteilung. Baukauf Gegenstand. Plasmakanone benötigt 7 Legierungen. Dafür ist die relativ preiswert anstatt der MP-Kanone. Also die ist schon da einiges besser. Ja, ich bräuchte noch ein Schiff, was ich abknalle. Aktivitäten scannen. Moment, was hast du getan? Schalt sie aus! Fassen Sie nichts an! Das könnte es sein, worauf wir gewartet haben. Es scheißt sich auseinander! Stellen Sie das ab! Es kann die ganze Basis zerstören! Nein! Geben Sie ihm Zeit! Vertrauen Sie mir! Einmal! Das ist schon was oft genug. Sie jetzt? Es arbeitet. Sir, wir bekommen neue Daten von der Hyperwellenverbindung. Also laut dem Video ist was über Afrika. Der Einsatz scheint sich gelohnt zu haben. Aber wir haben das Leben aller aufs Spiel gesetzt, um die Neugier der Doktorin zu befriedigen. Dafür hat sich das Risiko gelohnt. Wären wir nicht so hartnäckig gewesen, hätten wir diese Information nie bekommen. Also, so wirklich mögen tun sie es nicht, wa? Nigeria. Abfangjägerstaaten. Raven. Bereit. Klicken zum Jägerstaat. Hat eine Laserkanone. Hätten wir mal die MP-Kanone noch. Verdammt. So. Wir sind dran. Gut, so. Sind gleich in Schussweite. Manöver ziehen. Die machen uns kalt. Verlassen, verdammt. Kontakt entdeckt. Wir brauchen Reparatur, verdammt. Also ist so schwach. Der fliegt jetzt auch nach unten. Ich hoffe, er verlässt den Kontinent und versucht, einen anderen nach Amerika oder ein anderes Kontinent zu machen. Kontakt entdeckt. Ja, wir werden mal den Kontakt weiter aufbehalten. Verdammt, wir haben verloren. Neuer Pulsbogen. Weitermachen. Commander, der Rat bittet um eine direkte Verbindung auf einem sicheren Kanal. Ja, zum Lagerzentrum. Panik verringern, neuer Rekrut Major, $120. Deutsches Datenzentrale mit XCOM zu infizieren. Sie dürfen keine Zugriff auf die Datenserver dort bekommen. Wir werden die Zentrale ein komplettes Lagebericht schicken, damit sie ihre Truppen verteilen können. Start in Einsatz. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Und irgendwie habe ich die dumpfe, aber nur die ganz dumpfe Befürchtung, dass wir wieder sehr viele nette, super, super nette, wir haben noch den Heavy da. Super nette, wie heißen sie? Toxic Mans. Sinmans haben werden. Wir werden aber die Bewaffnung ändern. Plasma-Präzision. Plasma-Pistole. Erzengel-Rüstung. Es kann ein großartiges Gefühl sein, so losgelöst durch die Luft zu schweben.
Aber behalten Sie Ihren Energiestand im Auge. Dieser Anzug ist nicht für Langstreckenflüge gedacht. So, und dadurch haben wir automatisch eine erhöhte Position immer. So, bearbeiten, Bewaffnung. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Laserpistole. Echt? Nur eine Laserpistole? Ich dachte, wir haben schon mehr Plasmapistolen. Einmal durch den Sektoiden. Gut, hat er wenigstens die Laserpistole. So, das haben wir. Würde ich behaupten, wir werden den Einsatz starten. Frank immer mit seiner scheiß Waffe, wenn ich noch mal getan hat. Aber die Halo zielen. Das ist super. Ach, verdammt. Ich hätte doch andere. Tim Süd die andere Sachen ausrüsten können. Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Beginne den Angriff. Aber leichte Plasma. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. So, Einsatz. Wir sollen Einsatzgebiet einfach nur durchkämmen und die Leute töten. Na toll. In Hamburg. So. Jetzt müsst ihr mir mal Grant sagen, ob Hamburg wirklich so aussieht, wie das hier gezeigt wird. Interessant, welche Map jetzt kommen wird. Aufklärungsberichte des Rates besagen, dass einer unserer externen Datenspeicher in Gefahr ist. Wir dürfen die Daten auf diesen Großrechnern auf keinen Fall verlieren. Sie wollen, dass wir die Anlage umgehend sichern. Töten Sie alles, was sich bewegt. Dumme Frage, was ist das eigentlich hier? So. Ich weiß nicht, wo noch Gegner sein könnten. Allerdings sind das für mich hier richtig gute Positionen, die ich einnehmen kann. Jetzt muss ich mal schauen. Hier drinnen werden wahrscheinlich Aliens sein. Das werden vielleicht diese speziellen Alien-Container sein. Du wählst mal die Plasmapistole aus. Opportunities wird dadurch auch aktiviert sein. Was? Oh, ich hätte da rübergehen sollen. Rutschbote bis hierhin. Freaky Frank. Jetzt kriegt man dann da noch die Möglichkeit. Das ist auch eine volle Deckung. Das ist super. Dann kann Frank wenigstens hier hingehen. Zivisor. Ich guck mal, was. Wo kannst du hin? Halbe Deckung, halbe Deckung, halbe Deckung, halbe Deckung. So viel halbe Deckung habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich weiß halt nicht, ob da hier drinnen. Höchstwahrscheinlich sind da Aliens, aber. Ist alles nur halbe Deckung. Auch nicht, wo ich am besten. Ich gehe mal hier hin. Feldposten. Tim Süti hat aber zum Glück Wundenheilen dabei und leichte Plasmapistole ist eigentlich auch vollkommen okay. Muss ich mal so sagen. So, er geht mal hier hin. Falls doch von hinten noch was kommen möchte. Und Zivisor, unser Heavy, der mit Nahkämpfen super klarkommen wird. Kann hier hingehen. Feldposten. Keine Geräusche. Okay. So. Wir haben wir erstmal so gelassen. Hab erstmal die Waffe gewechselt. Geh mal hier hin, Kaliber. Auch nix. Okay, ich würde fast sagen, wir gehen hier. Haben wir eine gute Position. Aktiviere ich mal Sturm und Schuss. Hier in Feuerposition. Gut, die Aliens haben sich nicht mit dem Datenvolumen aus dem Staub gemacht. Es sollte möglich sein, die nötigen Daten wiederherzustellen. So. Tim, hier hin. Das war nicht gerade der beste. Feldposten.
ist echt nicht gerade so viel. Frank hierhin. Feldposten. Immer diese Heimdeckungen heutzutage. Und du gehst auch hierhin. Feldposten. Müssen wir machen. Wir haben auch keine Geräusche. Also denke ich mal, wir sollen mit Kaliber hier hinten hingehen. Und ich würde aber erstmal hier hingehen. Da kommen die Sinmans. 4 gleich. 5. 6. 6 Leute. Das ist aber viel. Echt ein bisschen sehr viel. Und 9. Wow. Ja, das ist wirklich viel. Und du kannst hier keinen Mind-Freund machen. So. Ach, Kaliber sieht gar keinen. Na super. So. Da ich keinen Bock habe, ehrlich gesagt. Hier hin. Ich glaube, das reicht aus, wenn wir hier hingehen. Nein, immer noch nicht. Verdammt. Wir haben noch nicht doppelte Portionen. Machen platt. Frank. 68. Ach, bis zu 5 Schaden. Oder wieder eine Rakete rein. Habe ich gerade 0% gehabt? Verdammt, Frank! Tu mir doch nicht sowas an. 73% mach ihn platt. Ihr macht mir alle Kummer und Sorgen wieder. Wie kann man nur da unser Leben schießen? Sturm und Schuss ist nicht aktiv, deswegen werden wir nur einen Feldposten machen. Tim. Ja, hier hingehen. Nur 4 Schadenspunkte. Hey, was macht ihr denn heute schon wieder mit mir? So. Gut. Zack, hier hin. What? Tim! Toll, beide sind vergiftet. Ja, reißt euch zusammen. Panik, toll. Die Frage ist mal wieder in Panik. So, 55%, 55%, 75%. So, den machst du als erstes platt. Doppelte Portion aktiv. Habe ihn weggefegt. Negativschaden. Ich hab ihn weggefegt. Negativschaden. Ja, ja. Halt die Klappe. 33%. Ärgert mich mit Tim. So. Das ist die Frage, wo die anderen sind. Ich könnte ihn hier schon flankieren. Befürchtung, dass ich dann hier selber ziemlich im Arschteil sein werden könnte.
Ach, du siehst sie nicht mal jetzt. Ja, das ist super. Zivil ist der Einzige, der noch feuern kann. Und dann macht er hier sowas. Toll, armer Tim. Er hat's getroffen. Hat die sogar Psy-Fähigkeiten gehabt, Tim? So. Freaky Frank. 8%. Das sind mir 8% zu wenig. Nee, das ist viel zu wenig. Egal wie viel Prozent das sind, ist mir einfach viel zu wenig. Doppelte Portion habe ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich echt hier das machen soll. Die Mind-Geschichte. Jetzt. Ach, der jetzt sieht er den. Aha. Da will man überhaupt wirklich mal 84% mieser Trip. Feldposten. Frank Feldposten. Zivisor Feldposten. Wieder in Panik. Wollte doch Halo Ziel machen. Frank. Gut, Leute. Wir werden hier eine Pause machen. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.